Die Tochter von Master P ist tot. Tytiana Miller wurde nur 29 Jahre alt. Der Rapper gab die traurige Nachricht via Instagram bekannt. Master P, 52, trauert um seine Tochter. Tytiana Miller wurde nur 29 Jahre alt. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Percy Robert Miller heißt, gab die traurige Nachricht über Instagram bekannt. Unsere Familie befindet sich in überwältigender Trauer über den Verlust meiner Tochter Tytiana, schrieb der Musiker. Wir bitten respektvoll um etwas Privatsphäre, damit unsere Familie trauern kann. Wir sind dankbar für alle Gebete. Die Liebe und Unterstützung. Dazu postete er das Bild eines Engels. Master P. Psychische Erkrankungen und Drogenmissbrauch sind ein echtes Problem. Eine Todesursache nannte der trauernde Vater nicht. Er machte aber Andeutungen, woran seine Tochter gelitten hat. Psychische Erkrankungen und Drogenmissbrauch sind ein echtes Problem, über das wir uns nicht scheuen dürfen, zu sprechen. Später postete Master P. noch ein Bild, das ihn mit seiner Tochter zeigt. Das Leben ist zu kurz. Schenken Sie Ihren Liebsten Ihre Blumen, solange sie noch leben, mahnt er metaphorisch an. Tytiana sprach schon 2016 über ihre Drogengeschichte. Auch der Bruder von Tytiana Miller meldete sich zu Wort, der wie sein Vater als Rapper aktive Romeo, 32. Ich bin für immer dankbar für die Erinnerungen, die ich mit meiner wunderbaren Schwester hatte, schrieb er auf Instagram. Tytiana Miller nahm 2016 an der Dokumentation Growing Up Hip Hop teil. Das Format beleuchtet das Leben von Kindern berühmter Rapper. Dort machte sie ihre Drogengeschichte öffentlich.